إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Erstmal, liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bitte euch, die Kunde, dass ich einen Livestream mache, weiter zu schicken, weil die meisten Leute einfach oder vielleicht sogar alle gar nicht benachrichtigt werden. Und deswegen erreiche ich nur viel weniger als sonst. Ja, jedes Mal beschweren sich Brüder und Schwestern, dass sie keine Benachrichtigung bekommen haben. Okay. Inshallah habe ich ein interessantes Thema für euch, eine interessante Ermahnung. Subhanallah. Es gibt so viele Dinge, liebe Geschwister, wo wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein sollten, dankbar sein müssen. Und wenn ich euch jetzt frage, wofür müssen wir eigentlich dankbar sein? Wofür müssen wir dankbar sein? Was haben wir bekommen? Woran denkt man als erstes? Oder woran denken die meisten Menschen als erstes? Viele denken zum Beispiel an materielle Dinge, die sie haben. Ihr Auto, ihr Haus. Andere denken an ihre Familie, viele denken an ihre Gesundheit. Aber meistens sind wir nicht dankbar. Meistens nehmen wir diese Sachen sehr selbstverständlich. Wir nehmen es sehr selbstverständlich, dass wir gesund sind, sehr selbstverständlich, dass wir eine intakte Familie haben, sehr selbstverständlich, dass ein Haus steht, sehr selbstverständlich, dass wir ein Auto haben, Führerschein. Selbst die schönsten Dinge oder gerade die schönsten Dinge nehmen wir oft sehr selbstverständlich. Ich gebe euch ein Beispiel. Wasser. Hier in Deutschland, ja, wir haben die Gnade, Wasser in Überfluss zu haben, frisches Trinkwasser. Und das ist uns gar nicht bewusst, was das für eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Du brauchst nur zum Wasserhahn zu laufen und schon kannst du frisches Wasser trinken, kannst dich damit waschen. Wie ich beispielsweise in Somalia war, in einer Dürreperiode, da gab es Leute draußen, Nomaden, die haben das Wasser aus der Pfütze getrunken. Aus der Pfütze, wo man noch richtig Staub drin hatte. Das Wasser, was wir hier haben, oder eine Vitell-Flasche, davon träumen diese Leute nur. Und das sind Sachen, für die wir einfach als selbstverständlich sehen. Wir sehen es einfach als selbstverständlich. Wasser, kein Problem. Nahrung, kein Problem. In den meisten Fällen sind wir nicht dankbar. In den meisten Fällen vergessen wir, Allah gegenüber dankbar zu sein. Denn es ist gerecht, Allah gegenüber dankbar zu sein. Und was passiert dann manchmal? Manchmal passieren dann so Sachen, so Katastrophen, wie beispielsweise diese Überflutung im Rheinland und in Rheinland-Pfalz und in NRW,
wo auf einmal Leute von heute auf morgen ihr Haus verlieren. Und da wird uns dann bewusst, boah, überleg mal, wie geht das? Hier, wo mein Auto steht, wo alles trocken ist, steht auf einmal das Wasser bis hier, wird ein ganzes Haus weggebeamt. Werden die Autos durch die Straßen geschleudert? 500 Meter weiter ist ein kleiner Bach gewesen und auf einmal ist alles kaputt, alles unterspült, Leute sterben. Und dann werden wir oft wieder wach, der Tod ist sowieso für jede Person geschrieben, wie dankbar wir eigentlich Allah gegenüber sein müssen, dafür, dass es uns so gut geht. Und wie gesagt, viele Menschen oder die meisten Menschen sind sehr, sehr undankbar. Selbst wir Muslime sind häufig undankbar, denken gar nicht so darüber nach, für uns ist alles selbstverständlich. Und hier komme ich zu einer Sache, für die wir am meisten dankbar sein müssen. Die größte Dankbarkeit zeigen müssen. Das ist, dass Allah uns den Iman gegeben hat, Glaube gegeben hat. Ohne Glaube, liebe Geschwister, hat man ein hoffnungsloses Leben. Ohne Glaube hat man ein hoffnungsloses Leben. Und ohne Glaube ist man im Jenseits für alle Ewigkeit verloren. Ohne den Iman. Und das ist das, wo wir am meisten dankbar sein müssen und was wir vielleicht am meisten vergessen, wenn wir Allah gegenüber dankbar sind. Ich habe eben schon gesagt, wenn wir über Dankbarkeit gegenüber dem allmächtigen Gott nachdenken, denken wir meistens an die Gesundheit, denken wir an das Haus, denken wir an materielle Eigenschaften etc. etc. Wenn wir überhaupt dankbar sind, aber das, wofür wir am meisten dankbar sein müssen, nämlich der Iman, ist das, wo wir am wenigsten dankbar sind. Wo das Bewusstsein oft fehlt. Ohne Iman bist du verloren. Und Allah hat dich recht geleitet. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْإِسْيَانُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Aber Allah hat euch den Iman lieb gemacht und hat ihn in eurem Herzen verschönert und hat den Kufr, den Unglaube, die Frevelei und die Übertretung für euch verabscheuenswürdig gemacht. Ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie können wir uns für dieses Geschenk bedanken? Dank wird durch die Worte ausgedrückt, aber auch durch Taten ausgedrückt. Wie können wir Allah danken dafür, dass er uns recht geleitet hat? Natürlich durch die allgemeinen Ibadat, durch die allgemeinen guten Taten, die wir machen, aber auch indem wir uns für diese Religion verdient machen. Irgendwann werden wir alle am jüngsten Tag versammelt werden. Und stell dir mal vor, du lebst hier die ganze Zeit in Deutschland, in Saus und Braus, hast den Iman und hast nichts dafür getan. Du hast nie etwas dafür getan, um diese Botschaft zu verbreiten. Und jetzt schau dir deinen Tagesablauf an. Oder das gilt nicht nur für dich, das gilt auch für mich. Wie viele Stunden am Tag verbringst du damit, darüber nachzudenken, wie du diesen Iman, dieses Geschenk verbreiten kannst aus Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Wie viele Stunden am Tag? Oder sagen wir lieber, wie viele Stunden im Jahr?
Manche Leute machen sich gar keine Gedanken darüber. Stell dir mal vor, am jüngsten Tag. Aber warum, oder sagen wir lieber erstmal, warum beschäftigen wir uns so wenig damit? Weil wir abgelenkt sind. Wir sind den ganzen Tag abgelenkt mit vielen, vielen Sachen, die uns am jüngsten Tag nichts bringen werden. Die uns am jüngsten Tag nichts bringen werden. Und hier lese ich euch einen Vers vor aus Surat al-Ankabut, Vers 64. وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةُ Das heißt, das irdische Leben ist nur zur Streuung und Spiel. Die jenseitige Wohnstätte aber ist wahrlich das eigentliche, also das wahre Leben, wenn sie es nur wüssten. Das heißt, das, womit wir hier zu tun haben, ist alles zur Streuung und Spiel. Aber damit sind wir die ganze Zeit beschäftigt. Wir sind die ganze Zeit mit zur Streuung und Spiel beschäftigt. Und dann kann der Scheitan schnell kommen und sagen, ja, man muss sich auch mal ausruhen, man muss auch mal ein bisschen hier, ein bisschen genießen. Und dann kommt dann dieser Spruch, ein bisschen Dien, ein bisschen Dunja. Und wie gesagt, nicht jede Zerstreuung und Spiel ist verboten, Nummer eins. Aber es geht in erster Linie um die Dosis. Wie viel Prozent von dem, was wir tun. Und jetzt fragen wir, wer sollte unser Vorbild sein? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Im Gesandten Allahs hattet ihr schon das schönste Beispiel. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Für den, der auf Allah hofft und auf den jüngsten Tag. Auf den letzten Tag. Das heißt, diese Leute haben ein Vorbild im Gesandten Allahs. Wer die Hölle will, hat in ihm kein Vorbild. Wer in die Hölle will, für den ist der Prophet a.s.w. kein Vorbild. Aber wer in Jannah will, wer sich nach Allah sehnt, hat ein Beispiel in dem Propheten a.s.w. Und jetzt schauen wir, wie der Prophet a.s.w. sich für diese Botschaft verdient gemacht hat. Als er die Botschaft bekommen hat, war er nachts wach und Khadija bat ihm, ins Bett zu kommen, sich etwas auszuruhen. Und dann sagte er, oh Khadija, die Zeit vom Schlafen und Ausruhen ist abgelaufen. Denn Allah hat mir schon befohlen, die Menschen zu warnen und zu Allah zu rufen. Die Menschen zu warnen und zu Allah zu rufen. Willst du ein Held sein? Dann sei ein Held bei Allah. Alle anderen werden dich vergessen. Alle anderen werden dich vergessen. Denk mal an irgendwelche großen Helden, irgendwelche Politiker. Heute hat keiner mehr eine emotionale Bindung zu Julio Cäsar. Heute hat keiner mehr eine emotionale Bindung zu Alexander dem Großen, zu Genghis Khan. Vielleicht vereinzelt irgendwelche Leute. Aber das zählt alles nicht. Das waren große, dann Sportler. Schau dir mal an, es gibt Leute. Wenn ich jetzt jemanden frage, oh, wie hieß nochmal der 100-Meter-Läufer, der die Goldmedaille bei Olympia gewonnen hat, aus Deutschland, wie hieß der nochmal? Armin Harry. Wer kannte den Namen jetzt hier? Wahrscheinlich kein einziger. Ich kannte ihn. Das heißt, all diese Dunya-Sachen, die sind vergänglich. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala bleibt der Lohn. Und das ist das Problem. Was haben wir gesagt? Oder was sagt Allah in Surah 29, Vers 64? Die Dunya ist Zerstreuung und Spiel. Zerstreuung und Spiel. So. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Vers. Der
über die Dunya redet. Der ist in Sure 45. Ja? Suratul Jathiya. Ja? Da sagt Allah folgendes, Vers 34 erstmal. Und es wird gesagt, heute werden wir euch vergessen, also verlassen, wie ihr die Begegnung mit diesem euren Tag vergessen habt. Euer Zufluchtort ist das Höllenfeuer und ihr werdet keine Hilfe haben. Guck mal hier. Den Tag vergessen, das eigentliche Ziel des Lebens hat man vergessen. Jetzt frage ich euch, warum vergessen viele das eigentliche Ziel des Lebens, nämlich Yawm al-Qiyamah? Allah dienen, um Yawm al-Qiyamah rein dort zu stehen, vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben es eben gehabt, in Sure 29. Und wahrlich, das diesseitige Leben ist nur Zerstreuung und Spiel, aber das jenseitige Leben ist das wahre Leben. Hier haben wir jetzt, ja, die haben das jenseitige Leben vergessen. Die Taten vergessen, die Dankbarkeit gegenüber Allah vergessen. Achtlos gegenüber Allah gewesen. Jetzt kommt der nächste Vers. Dies ist, also die Strafe, ist dafür, dass ihr euch über Allahs Zeichen, Verse lustig machtet und dass euch das diesseitige Leben täuschte. Dass euch das diesseitige Leben täuscht, das diesseitige Leben hat sie getäuscht. So. Wie schafft man es, dass das diesseitige Leben einen nicht täuscht? Erstens, es gibt viele Mittel, ich nenne euch einige. Koran lesen. Zweitens, Durus hören. Versucht euch jeden Tag, und ich werde jetzt inshallah wieder mehr Livestreams machen, inshallah, versucht euch jeden Tag mindestens eine Durus anzuhören. Damit euer Iman immer wieder gestärkt wird. Überlegt, wie viel habt ihr heute gemacht für Din und wie viel habt ihr gemacht für Dunya? Wie viel waren eure Gedanken bei der Dunya, bei Zerstreuung und Spiel? Und wie viel waren eure Gedanken bei Allah subhanahu wa ta'ala? Ich meine damit nicht, wenn ich sage ihr, meine ich mich selber auch. Ja, nicht, dass jemand denkt, ich will sagen, ich bin der Oberlehrer und ich sage euch jetzt du. Nein, nein, es gilt für uns alle. Das ist eine Ermahnung in erster Linie. Ich bin mich gerade selber am meisten am Ermahnen. Und so, deswegen, das ist das, was uns täuscht. Stellt euch vor, am jüngsten Tag steht ihr vor Allah subhanahu wa ta'ala und ihr könnt sagen, ihr gehört zu denen, die die Religion in Deutschland verbreitet haben. So wie Muhammad al-Fatih die Religion verbreitet hat auf seine Art und Weise in der heutigen Türkei. So wie Tariq ibn Ziyad die Religion verbreitet hat, ja, in Andalus und Marokko und so weiter. Stellt euch vor, ihr gehört zu den Leuten, die mit der Dawah hier etwas nach vorne bringen. Und ihr müsst wissen, Allah wird diese Religion nach vorne bringen. Mit dir oder ohne dich. Aber jeder von euch kann etwas tun. Oder jeder von uns kann etwas tun. Deswegen lasst uns jeden Tag etwas lernen und das Gelernte weitergeben. Heutzutage, es war noch nie so leicht, Dawah zu machen wie heute. Und sucht euch bei der Dawah eher die Leute aus, die Dawah wollen. Und ermahne dort, wo die Ermahnung nützt, sagt Allah im Koran. Ja, jemand, der neu in der Religion ist, nicht dazu verpflichtet, mit irgendeinem Missionar zu diskutieren, der ihm mit irgendeinem Schwachsinn zulabert. Bei manchen Leuten, ja, es gibt so viele Menschen, die Durst haben nach der Botschaft. Unter Muslimen beispielsweise. Sendet einfach ein Video weiter über WhatsApp. Ladet ein Video auf YouTube hoch von einem Prediger. Nicht, dass ihr euch selber hinsetzt und, ja, und eine Rede haltet. Es gibt genügend Leute, Alhamdulillah, die Botschaft Allahs verbreiten.
Obwohl genügend sind es nicht, aber ich will damit sagen, es sind zumindest genügend, dass man es verbreiten kann. Und dass man nicht selber jemand, der eventuell nicht so viel Wissen hat oder ganz neu in der Religion ist, anfängt, sich hinzusetzen und fängt an, Vorträge zu halten. Ja, weil es ist dann halt so, dass er noch oft sehr viel Unsinn erzählt. Und natürlich, Fehler macht jeder mal. Selbst der größte Alim, selbst der größte Gelehrte macht mal Fehler. Aber man sollte seine Grenzen schon kennen. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns Allah dankbar sein und aus Dankbarkeit für Allah subhanahu wa ta'ala diese Botschaft verbreiten. Denkt heute an die, die ihr kennt. Man weiß nicht, wie lange sie noch leben. Es gab einmal einen sehr schwer kranken Mann. Subhanallah. Und ich hatte mir damals vorgenommen, das ist so ein Bekannter oder Freund von mir aus der Jahiliya-Zeit gewesen. Er war sehr schwer krank und saß im Rollstuhl. Und ich habe mir immer vorgenommen, zu ihm zu fahren und mit ihm Dawa zu machen. Ach ja, komm, du musst da hin, du musst da mal hin, du musst mal zu dem Dings, du musst mal zu dem. Komm, fahr da mal hin. Ja, ich fahre da hin. Ja, heute geht nicht, ja, vielleicht morgen Abend. Auf einmal ist er gestorben. Chance verpasst. Subhanallah. Deswegen denkt an die Leute, die ihr kennt vom Sport. Manchmal fällt es uns schwer. Schickt mich vor. Schickt ein Video. Hier, guck mal, findest das Video. Was ist deine Meinung dazu? Oh, den finde ich schlimm, der ist so und so. Hast du das Video angeguckt? Das wird viel, viel Quatsch erzählt in den Medien. Schau dir mal das Video an. Mich würde mal deine Meinung als Nicht-Muslim interessieren. Ganz einfache Methode. Als Beispiel. Mache ich mal kurz die Kommentare an. Ein paar Minütchen. So. Ja, endlich hast du ein Live nicht verpasst. Schön für dich. Alhamdulillah. Hat eine Teilnahmeanfrage für dein Live-Video gesendet. Barakallahu fiek. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Barakallahu fiek. Ja. Inshallah. Wie geht's dir, Bruder? Schreib mir mal, Achi. Über WhatsApp, inshallah. Walaikum salam. Bruder, ein alter Freund kennst du nicht. Grüße aus Bonn-Auerberg, schönen Grüße zurück. Möge Allah uns alle in Jannah führen, Amin. Es gibt ein Hadith vom Propheten, a.s. so, der sagt, man soll in Wakar kommen, in Würde kommen. Das, was man kriegt, betet man. Das, was man verpasst, betet man nach. Also was heißt betet man nach? Man betet es nicht nach. Es ist ja noch die Zeit vom Gebet. Aber jetzt das, was man vom Gebet nicht bekommen hat. Ich konnte bis jetzt nicht vorher ankündigen, weil hier sich in der Funktion bei mir etwas geändert hat, sodass ich keine Bilder posten kann. Aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich das schaffen kann. Nein, meine Nummer gebe ich nicht raus. Inshallah. Gut. Was macht man für Gebete, die man die ganzen Jahre verpasst hat, da gibt es Meinungsverschiedenheiten zu, was Gebete angeht, die man die ganzen Jahre verpasst hat. Ja? Die meisten Gelehrten sagen, man muss diese Gebete nachholen. Die meisten Gelehrten sagen, man muss die Gebete nachholen. Andere Gelehrte sagen, man macht Tauba für diese Gebete. Ja, Abu, das schreiben viele auf Instagram, ach, das geht dann auch manchmal unter. Es geht dann manchmal unter. Ja, Braunschweig vermisst dich, Bruder. Ich habe momentan einiges zu tun gehabt. BAföG beantragen. Bruder, ich kenne mich mit BAföG nicht so aus. Ich würde dir, was Finanzsachen angeht, würde ich dir empfehlen, Halal Check for You anzuschreiben. Ja? Weil das ist nicht mein Thema. Ich kenne mich mit BAföG nicht genau aus, wie das genau abläuft, was es da genau gibt. Wann kommst du nach Gifhorn? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Möge Allah dir eine rechtschaffende Frau schenken, die mit dir zufrieden ist und mit der du zufrieden bist. Wie macht man Tauba für die Gebete? Indem man einfach es bedauert, das heißt, dass man das nicht gebetet hat, und betet, das heißt, anfängt zu beten und sich vornimmt, das nie mehr wieder zu machen. Kann man eine Person für Kufr entschuldigen, wenn er sie ignorant in der Religion ist? Bruder, guck mal, bei allem Respekt, die Art und Weise, wie du die Frage stellst, aber es ist ja auch gut, dass du eine Frage stellst, merke ich schon, dass du von dem Thema keine Ahnung hast. Denn was ist zum Beispiel Kufr? Was ist Kufr? Kufr ist beispielsweise, wenn ich irgendetwas aus dem Koran leugne. So, es gibt jetzt, das ist mal ein ganz banales Beispiel. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du weißt zum Beispiel nicht, dass Malik ein Hüterengel der Hölle ist. So. Bist jetzt Käfer geworden. Das heißt, es gibt so viele Informationen, die jemand eventuell aus Unwissenheit nicht kennt. Natürlich kann man da entschuldigt sein. Aber es kommt drauf an, wann jemand entschuldigt ist. Es gibt einmal Sachen, wo so gut wie jeder entschuldigt ist. Dann gibt es Sachen, wo Leute entschuldigt sind, die neu in der Religion sind, oder zum Beispiel weit ab vom Wissen aufgewachsen sind. Das sind Sachen, die Ma'lum in Adin Bidarura sind. Dann ist man damit entschuldigt. So. Und dann gibt es Sachen, wo keiner entschuldigt ist. Das sind die Sachen, die dazu gehören, was eine Bedingung von den Bedingungen von La ilaha illallah ist. Kufr ist Unglaube. Wie soll man als Ausländer hier Dawa machen? Indem man Izzah hat für den Islam. Es gibt genügend Ausländer, die Dawa gemacht haben. Das sagt Allah nicht. Wo sagt das Allah? Wo sagt Allah, dass am jüngsten Tag bei fehlenden Pflichtgebeten? Damit ist gemeint Mangel in den Pflichtgebeten, nicht fehlende Pflichtgebete. Ein fehlendes Pflichtgebet, das heißt ein Gebet, was ich nicht gemacht habe, wird nicht ersetzt durch ein Sunna-Gebet. War es früher oder heute einfacher für Muslime in Deutschland? Kommt drauf an, von welcher Perspektive her. Was Lebensumstände angeht, kommt darauf an, wo man wohnt. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, dass es eher schwerer geworden ist. Nachbeten kann man zu allen Zeiten, die Pflichtgebete. Aber natürlich, du kannst ja nicht den ganzen Tag beten. Und deswegen bietet es sich an, beispielsweise nach oder vor jedem Pflichtgebet das entsprechende Gebet nachzubeten, damit man eine Überschrift hat. Bruder, interessiert mich nicht. Im Paradies wird es uns allen gut gehen. Alhamdulillah. Tattoos sind haram. Leikum Salam nach Bosnien. Ja, Bruder, es kommen sehr viele Nachrichten. Ist als Muslim besser in Deutschland oder in England zu wohnen? Im Allgemeinen ist die Situation in England viel, viel besser.
Ja, Bruder Nexus, das stimmt. Ich kenne die Zusammensetzung von Antidepressiva nicht. Hier bekommt keiner eine Nachricht. Gut, meine lieben Geschwister, dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So. Ich muss ja hier oben drauf.